Mein Name ist Tanja Spitzer. Mein Name ist Jessica Keller und wir sind ein Teil vom Team von Manedorf vom MPA-Team. Es wird einem viel Verantwortung überlassen. Man hat immer einen Rückhalt. Und ich fühle mich da wirklich gut aufgehoben. Ich brauche das so in einer kleinen Familie zu sein. Meine Leute um mich herum, wo ich mich wohlfühle. Und das erfüllt Uroviva bestens. Als MPA hat man auch die Möglichkeit, sich selber einzubringen. Man kann mit dem Patienten einen Katheterwechsel oder eine Beratung selbstständig durchführen, was natürlich für uns MPA auch sehr spannend ist und zusätzlich für die Ärzte eine Entlastung. Ich schätze eigentlich die Abwechslung von Arbeiten mit dem Patienten und auch praktisches Arbeiten, aber auch der administrative Teil. Als MPA hat man ein bisschen beides und die Abwechslung schätze ich sehr. Plus natürlich, dass man in einem tollen Team arbeiten kann. Das ist auch immer schön jeden Tag. Mein Name ist Michaela Hürlimann. Ich bin die leitende medizinische Praxisassistentin in der Uroviva Bülach. Und ich schätze sehr an der Uroviva, dass wir sehr ein kollegiales und familiäres Umfeld bei uns haben und dass wir sehr selbstständig arbeiten können. Ich bin seit knapp jetzt schon 4 Jahren da und es ist mir bis jetzt nicht langweilig geworden. Es ist, die Urologie ist sehr ein breit gefächertes Spezialgebiet. Also wir haben nicht nur so etwas, was man vielleicht denkt, die typischen Männerprobleme. Wir haben auch sehr viele Frauen bei uns in der Sprechstunde. Also ich finde es wichtig zu sagen, dass man eigentlich, wenn man sich jetzt bewerben bei der Uroviva oder generell auf der Urologie, nicht so zurückschrecken vor dem Fachgebiet Urologie. Es ist mega spannend. Es ist sehr breit gefächert, obwohl man da vielleicht auf den ersten Blick gar nicht so denkt. Man hat von Männern, Frauen und Kindern. Und ich finde es schön, wir ergänzen uns sehr gut. Jede weiss, was die andere macht. Jede weiss, was ihre Aufgabe ist. Wir unterstützen einander aber auch. Wenn mal jemand nicht nachkommt oder mal länger hat, dann sind wir alle füreinander da. Also wir sind ein grosses Team, wir sind eine grosse Familie, kann man auch sagen. Und das ist wirklich sehr schön.